Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das ist schon ein kleiner Treppenwitz, wenn ausgerechnet die Formation hier rechts außen etwas erzählt von einem Politikmodus, der auf Angst beruht. Das ist ja etwas, mit dem Sie sich sehr genau auskennen. Meine Oma hätte dazu gesagt, was ich denke und selber tue, traue ich anderen Menschen zu. Aber jetzt zurück zum Thema. Mit dem Aufkommen der Omikron-Variante des Coronavirus ist erneut eine bedrohliche Situation in dieser Pandemie entstanden. Und damit bewahrheitet sich etwas, was wir schon zu Beginn der Pandemie gesagt haben und was damals schon klar war. Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind. Die Pandemie lässt sich nicht lokal besiegen, wir müssen sie weltweit bekämpfen. Deshalb ist es endlich an der Zeit, dass Deutschland seinen Widerstand gegen eine Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoff aufgibt und stattdessen für den Transfer von Wissen und Technologie eintritt. Damit nicht immer wieder und wieder neue Mutationen entstehen, die uns zurückwerfen. Deshalb meine klare Aufforderung an die Bundesregierung: Blockieren Sie den von Indien und Südafrika beantragten TRIPS-Waiver nicht länger. Meine Damen und Herren, noch sind die Auswirkungen nicht hundertprozentig klar, aber die Nachrichten aus Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich, Spanien sind so eindeutig wie beunruhigend. Omikron lässt die Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Und auch wenn Verläufe vielleicht nicht schlimmer sind als bei Delta, so droht allein schon durch die schiere Anzahl eine erhebliche Belastung unseres Gesundheitswesens. Und nicht nur des Gesundheitswesens, sondern auch anderer kritischer Infrastrukturen. Deshalb muss es eine der ersten Aufgaben des Senats sein, sich auf eine Situation vorzubereiten, in der viele Menschen sich in Quarantäne begeben müssen. Es gilt wichtige Funktionen wie die Feuerwehr, die Energieversorgung, den ÖPNV, aber auch Schule und Kita, trotz eventueller Personalengpässe aufrechtzuerhalten. Mit der Ausrufung der pandemischen Notlage geben wir dem Senat die Möglichkeit, diese Entwicklung angemessen vorzubereiten. Es gilt, uns auf den Ernstfall vorzubereiten und gleichzeitig alles zu tun, um zu vermeiden, dass er eintritt. Den wichtigsten Beitrag, den wir alle dabei leisten können, ist, die Impfkampagne mit Hochdruck fortzuführen. Die verläuft in Berlin bisher zum Glück ganz erfolgreich. Bis zum heutigen Tag haben sich über 1,2 Millionen Berlinerinnen eine Boosterimpfung abgeholt. Die Boosterquote der über 60-Jährigen liegt bei 62,8%. Das ist bundesweit Spitze. Mit 2,7 Millionen Erstimpfungen erhöht sich die Zahl der Erstimpfungen seit Mitte November wieder deutlich. Gut so. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir in Berlin, anders als in anderen Bundesländern, nicht alle Impfzentren geschlossen hatten. Dass wir mittlerweile über ein dichtes Netz an wohnortnahen Impfstellen verfügen, an denen man sich unkompliziert impfen lassen kann. Vor allem liegt es aber an dem enormen Einsatz, den das Personal in den zahlreichen Arztpraxen seit Wochen an den Tag legt und dem ich an dieser Stelle ausdrücklich dafür danken möchte. Aber wir wissen auch, dass das allein nicht reicht. Wir müssten jetzt anfangen zu planen, wie wir die Menschen erreichen, die aus unterschiedlichsten Gründen noch immer zögern, sich oder auch ihre Kinder impfen zu lassen. Die nicht auf Anhieb verstehen, warum es jetzt eine weitere und möglicherweise im Frühjahr eine nächste Impfung geben muss. Das ist nicht damit erledigt, dass wir vielleicht eine allgemeine Impfpflicht einführen. Wir werden diese dadurch flankieren müssen, dass diese Menschen aufgesucht und aufgeklärt werden. Ich habe hier vor 6 Wochen auf Bremen verwiesen und wünsche mir, dass wir uns daran hier in Berlin ein Beispiel nehmen. Ich erneuere hiermit unseren Vorschlag, zu einem Berliner Impfgipfel einzuladen, um mit den Bezirken, den Trägerverbänden der mobilen Impfteams, mit Religionsgemeinschaften, Sozialverbänden, Vereinen und Initiativen aus der Kultur, dem Bildungsbereich, der Wirtschaft, dem Sport und anderen gesellschaftlichen Bereichen zu beraten, wie wir die Impfquote steigern können. Berlin ist gut. Aber wir können und müssen noch besser werden. Meine Damen und Herren, ich teile ausdrücklich die Auffassung des Expertinnenrates der Bundesregierung, dass die Impfung allein die Omikron-Welle nicht brechen kann und es weiterer Maßnahmen, insbesondere die Beschränkung von Kontakten, bedarf. Als Linksfraktion hätten wir uns zum Beispiel ein Vorziehen oder auch eine Verlängerung der Weihnachtsferien vorstellen können, wie das in anderen Bundesländern der Fall ist. Das ist jetzt vergossene Milch, aber ich rege an, dass wir uns mit Blick auf die bald wieder bevorstehenden Winterferien darüber noch mal verständigen. Das gilt auch für die Aufhebung der Präsenzpflicht, die wir befürworten, und die Möglichkeit, zum Wechselunterricht überzugehen, wenn es die Schulen wollen.
Die Sorge um die Bildungs- und Entwicklungsverluste der Schülerinnen und Schüler ist wichtig. Aber die Sorge über mögliche Folgen von Long-Covid, über Ansteckungen vorerkrankter Eltern, Großeltern und Kindern ist es auch. Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst. Aber ich bin mir sicher, wir können sie meistern. Ich kann hier und heute nicht ausschließen, dass wir dazu demnächst auch wieder in einen begrenzten Lockdown übergehen müssen. Das kann auch die FDP nicht, selbst wenn hier gleich das Gegenteil behauptet werden wird. Deshalb ist es wichtig, dass die begleitenden Maßnahmen zur Hilfe und Unterstützung fortgeführt und erweitert werden. Das gilt insbesondere für die Verlängerung und eine höhere Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und der vollständigen Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge. Bei der Überbrückungshilfe 4 sollte eine Absenkung des Förderkriteriums unser Umsatzrückgang von mindestens 30% erfolgen und die von Corona-Schutzmaßnahmen in Gestalt von 2G- oder 3G-Zutrittsregelungen direkt betroffenen Unternehmen müssen schnellstens zusätzliche Hilfen und Unterstützungsleistungen für die Umsetzung der dafür erforderlichen Kontrollen erhalten. Es wäre aus unserer Sicht auch endlich an der Zeit, kleine Renten, Hartz IV und andere Transfergelder um mindestens 100 Euro monatlich zu erhöhen. Denn diese Menschen sind es, die durch die andauernde Krise am härtesten getroffen sind. Und es bleibt eine Schande, dass sie mit deren Folgen immer noch alleingelassen werden. Meine Damen und Herren, für uns ist es aber auch wichtig, dass wir in einer solch schwierigen Situation die Grund- und Bürgerinnenrechte achten und diese nur insoweit einschränken, wie es unbedingt notwendig ist. Deshalb fordern wir den Senat mit unserem Entschließungsantrag auf, das bei allen Maßnahmen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, was womöglich polizeiliches Handeln erleichtert. Größere Ansammlungen von Menschen zu Silvester sind sicherlich keine gute Idee. Aber es ist auch nicht sinnvoll, das Durchqueren bestimmter Gebiete zu untersagen. Meine Damen und Herren, der Expertenrat der Bundesregierung betont, wie wichtig es sei, die bestehenden Regeln klar zu kommunizieren. Deshalb habe ich eine Bitte an unsere neue Gesundheitssenatorin. Es wäre sehr hilfreich, wenn es Ihnen gelänge, sich mit den bezirklichen Amtsärztinnen auf Regeln zu verständigen, die in ganz Berlin gelten. Zum Beispiel, wann Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Ich fürchte, es ist angesichts des Umstands, dass auch Geimpfte, ja sogar Geboosterte, sich mit der Omikron-Variante infizieren können, nur schwer erklärbar, weshalb diese als Kontaktpersonen in einigen Bezirken richtigerweise in Quarantäne müssen, während ihnen in anderen mitgeteilt wird, dass sie weiterhin zur Arbeit gehen können. Glauben Sie mir, ich weiß, worum ich Sie damit bitte, aber wenn wir selbst nicht klar sind, ist es schwer, es von den Bürgerinnen und Bürgern zu verlangen. Ich möchte mich abschließend dafür bedanken, vor allem bei den Berlinerinnen und Berlinern, dass viele seit nunmehr 21 Monaten trotz alledem vernünftig handeln. Dafür, dass sie sich impfen lassen, Masken tragen, sich regelmäßig testen, Kontakte einschränken und vieles andere mehr. Dass sie sich auch von manchen Kapriolen, die wir zu verantworten haben, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie sind neben der 1 Million Menschen, die sich aktuell fast täglich impfen lassen in Deutschland, die größte Corona-Demonstration, die täglich stattfindet. Sie haben die Aufmerksamkeit verdient, die eine kleine Minderheit in diesem Land gerade lautstark für sich reklamiert. Meine Bitte, halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.